Ja, wie der Hartmut schon gesagt hat, heute Nacht, irgendwann so um 10, bekam ich dann auch die Nachricht, dass der Tobi Starschmidt gesagt hat, oh, bei uns geht die Grippe rum, ich bleibe mal lieber daheim. Und ich glaube auch nicht, dass ich das schaffen werde, morgen früh in die Gemeinde zu kommen und die Predigt zu halten. Und er hat mich gefragt, ob ich heute die Predigt halten würde, die er geschrieben hat. Das heißt, es wird jetzt an der Stelle möglicherweise hier und da jetzt nicht so mein Wortlaut sein, aber ich versuche mein Bestes, den Tobi hier einfach mit in unsere Mitte zu holen, mit seinen Gedanken über Zweifel. Ich möchte euch heute über das Thema Zweifel predigen. Und da ist mir etwas wichtig geworden. Auch wenn ich dazu unter dem Vor-Plus-Gottesdienst schon einmal im September gepredigt habe, möchte ich dieses Thema trotzdem noch einmal im Nachgang bearbeiten und überlegen, was ist mir wichtig geworden. Und mir ist klar geworden, dass das Thema Zweifel nicht nur junge Menschen prägt und bewegt, sondern auch ganze Jugendkreise, junge Erwachsene, ja, bis ins hohe Alter begleitet uns dieses Thema Zweifel. Wer jetzt zufälligerweise bei dem 4-Plus-Gottesdienst schon mal dabei war, dem werden die Gedanken jetzt möglicherweise nicht ganz neu sein. Und dennoch hoffe ich darauf, dass ihr davon noch etwas mitnehmen könnt, vielleicht einfach nochmal vertiefen könnt, nochmal einsteigen könnt in diese Gedanken. Wir hatten vor kurzem unsere Teen-Sommerfreizeit mit vielen intensiven Einheiten über den Glauben. Und am Ende der Freizeit konnte jeder dann nochmal sagen, was er gerne behalten will von dem, was er gehört hat, was ihm wichtig war oder auch von dem, was ihm neu war, was ihn oder sie angesprochen hat. Und die Antworten, die ganz viele von den Kids gegeben haben, die war irgendwie verblüffend. Sie sagten, ich nehme mit, dass ich zweifeln darf. Dass ich zweifeln darf. Und irgendwie hat mich das zum Nachdenken gebracht. Es hat mich berührt. Da hat jemand brennende Fragen und weiß noch nicht einmal, wo er sie loswerden darf. Existiert Gott? Oder ist er tatsächlich der Schöpfer dieser Welt? Ist Jesus wirklich von den Toten auferweckt worden? Kann ich ihn erfahren in meinem Leben, in meinem Alltag, auch wenn ich ihn nicht sehe? Wie kann ich dir das dann überhaupt glauben, wenn du mir davon erzählst? Wie kann ich Jesus denken? Es gibt viele Menschen, die genau das bezweifeln auf dieser Welt. Und ich kann das manchmal gut verstehen. Das zu glauben, Jesus, der Gekreuzigte, der Auferstandene, der den Jüngern nach dem Tod begegnete, das ist nicht selbstverständlich. Und auch für mich immer mal wieder nicht einfach zu begreifen. Und in manchen Gemeinden und Gemeinschaften kannst du echt den Eindruck gewinnen, hier ist keiner, der zweifelt. Da stehen alle fest im Glauben, es gibt keinen einzigen, der daran etwas fragen würde. Manchmal ist das noch krasser, wenn man den Eindruck gewinnt, Zweifel sind überhaupt nicht erwünscht. Das ist was Schlechtes. Das darf man nicht in der Gemeinde haben. Und vielleicht sitzen dann viele Menschen still auf ihren Bänken und Stühlen und sagen, in ihrem Herzen und in ihren Gedanken, wenn du wüsstest. Manchmal sitzt vielleicht auch du hier und sagst, darf ich zweifeln? Manchmal siehst du vielleicht auch unterschiedlichste Online-Gottesdienste von anderen Gemeinden an. Da, wo alles im Internet auf Hochglanz poliert ist. Die Leute stehen auf mit geschlossenen Augen und erhobenen Händen, mit standhaftem Tritt auf den Boden, fest im Glauben. Und man bekommt den Eindruck, da zweifelt ja keiner.
Und glaub mir, genauso ist es nicht. Genauso ist es nicht. Auch dort sind Menschen, die hier und da zweifeln oder wenigstens Phasen des Zweifelns haben. Aber wer spricht denn gerne darüber? Wer spricht schon gerne über Zweifel? Sprechen Leute hier in der Gemeinde mal über Zweifel im Glauben? Tust du es? Sprichst du in deinem Alltag mit Freunden, mit deiner Familie, mit deinem Ehepartner über Zweifel und Krisen im Glauben? In deinem Hauskreis? In der Gebetsstunde? In der Bibelstunde? In der Gemeindeleitung? Wenn das so ist und du tust das, finde ich das richtig genial. Weil das real ist. Weil das wirkliches Leben ist. Weil das echter Glaube ist. Und Teil des Glaubens. Ein Zitat der Beterkirche lautet so: Man sagt, der Zweifel sei der kleine Bruder des Glaubens. Er nervt schon mal hier und da. Aber was wären wir denn schon ohne ihn? Der Zweifel ist der kleine Bruder des Glaubens. Er nervt, aber was wäre denn schon ohne ihn? Und auch die Jünger von Jesus zweifelten. Und allen voran Thomas, von dem wir heute hören wollen. Einer der 12 Jünger. Der war ja nicht dabei, als Jesus allen anderen Jüngern erschienen ist. Und mehrmals hatte Jesus sich ihnen ja gezeigt, nachdem er von den Toten auferweckt war. Aber Thomas hatte ihn bisher noch nicht gesehen. Und ich lese uns einen Auszug aus dem Johannesevangelium in Kapitel 20, die Verse 24 bis 29. Thomas, aber einer der 12, der Zwilling genannt wurde, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Und da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihm: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meine Finger in die Nägelmale hinein und lege meine Hand in seine Seite, dann kann ich nicht glauben. Aber nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals dort drinnen und trafen sich, und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Tür verschlossen war, und trat mitten unter sie und sprach: Friede sei mit euch. Und dann spricht er zu Thomas: Reiche deine Finger her und siehe meine Hände. Und reiche mir deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach: Mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Und dennoch, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Thomas kann es also nicht glauben. Wie geht er nun damit um? Und wie gehen die anderen mit ihm um? 3 Beobachtungen finde ich bemerkenswert. Erstens, Thomas bleibt Teil der Gemeinschaft. Thomas bleibt, Klammer auf, interessanterweise, Klammer zu, Teil der Gemeinschaft. Die Jünger kommen ja mega happy zu ihren Freunden, zu ihrem Freund Thomas hin und berichten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Aber Thomas lässt das offensichtlich irgendwie ganz kalt. Ihm reicht diese bloße Aussage, dass sie den Herrn Jesus gesehen haben, den leibhaftig Auferstandenen, nicht aus. Wie hättest du als einer der Jünger reagiert auf diesen Zweifler, auf diesen Thomas,
der dir jetzt die kalte Schulter zeigt und sagt, nee, also, das kann ich irgendwie noch nicht glauben jetzt. Wärst du irgendwie voller Entsetzen in dir drin? Er ist irgendwie gesagt, oh, wie kannst du bloß uns Jüngern nicht glauben? Wir sind doch immer zusammen unterwegs gewesen. Was fällt dir eigentlich ein? Vielleicht reagierst du mit Ablehnung. Ja, weißt du was, dann geh doch halt wieder. Bleib zu Hause, bleib da, wo der Pfeffer wächst. Oder begegnest du ihm mit Überredungskunst und sagst, komm Thomas, wir gucken noch mal genau rein. Ich habe da ein paar stichhaltige Argumente gefunden in der Schrift und da gucken wir jetzt mal rein und gucken, das kannst du nur glauben. Du musst das jetzt glauben, weil da steht ja schon alles da und wir tragen dir das jetzt mal alles vor die Füße. Jesus brauchst du nicht sehen, wir können dir das schon erklären. Oder begegnest du ihm vielleicht mit Verständnis und sagst, lieber Thomas, das verstehe ich. Das verstehe ich. Du warst ja jetzt nicht dabei. Du hast Jesus nicht gesehen und selbst wir, also wir konnten es ja schon kaum glauben, obwohl wir Jesus gesehen haben. Es wird nicht genau berichtet, wie dieses Gespräch jetzt genau verlaufen ist. Ich würde auch nicht behaupten, dass sie da jetzt groß diskutiert haben. Aber faszinierend ist doch, Thomas bleibt Teil der Gemeinschaft. Er darf sein. Sie scheinen ihn zu akzeptieren, auch wenn er es gerade noch nicht glauben kann. Die Betonung liegt vielleicht auf noch nicht glauben kann. Ich glaube, die Jünger hatten Verständnis für Thomas. Ist das eine interessante Beobachtung? Sie selbst konnten es ja eben nicht glauben, als die Frauen kamen und ihnen von dem leeren Grab berichteten. Ist da vielleicht eine Parallele? Wie also kannst du damit umgehen, wenn dir jemand sagt, wenn jemand zu dir kommt in der Gemeinde und sagt, ich kann das nicht glauben? Möglicherweise schlicht akzeptieren. Versuch's nicht schön zu reden oder viele Worte drumherum zu machen, bis du den anderen so lange belabert hast, dass er dann zugibt, naja gut, dann glaube ich doch halt jetzt. Irgendwie versuchen die Person mit aller Gewalt zu überzeugen. Sondern vielleicht ist genau das der Weg. Zeig Verständnis. Akzeptiere den anderen erst einmal. Lerne ihn zu verstehen. Hör zu. Hör zu, warum der andere zweifelt. Woran liegt es vielleicht? Gibt es da einen Knoten in den Gedanken, den es zu lösen gilt? Es ist in Gemeinde so wichtig, dass Zweifeln zugelassen wird. Dass wir eine Atmosphäre schaffen, in der man das auch darf. Wo du einfach ehrlich sagen kannst, ich habe da gerade meine Probleme. Und du bist herausgefordert, genau zu einer solchen Atmosphäre beizutragen, wo man sich nicht hinter einer standhaften Stellung im Gottesdienst und erhobenen Händen irgendwie verstecken müsste, um bloß zu vertuschen, dass man gerade doch im Zweifelsmodus unterwegs ist. Du kannst dazu beitragen, dass Menschen in einer Atmosphäre sich begegnen können, wo sie ehrlich werden. So wie dieser Thomas hier. Aber ein zweites. Thomas teilt seine Zweifel mit. Und das finde ich ja so super stark. Es ist keine Schwäche, sondern eine enorme Stärke, wenn du zu deinen Gedanken und Gefühlen auch stehen kannst. Thomas steht zu seinem Nicht-Glauben-Können. Ja, mehr noch, er beschreibt ganz genau, was er jetzt sogar braucht, um wieder glauben zu können. Aber ist das vielleicht nicht irgendwie auch ein bisschen unverschämt?
Er will jetzt die Wunden von Jesus sehen, seine durchbohrten Hände und seine Füße. Ja, er will sie berühren können und mit seiner Hand in der Seite von Jesus fassen. Dort, wo ihm die Soldaten am Kreuz die Lanze hineingestochen haben. Das ist eine komische Vorstellung. Da steht der Thomas und will mit seinem Finger da nochmal rumpulen, um das fassen zu können. Ist das unverschämt? Warum will er das eigentlich? Ist Thomas hier nicht ein bisschen schräg drauf? Geht das irgendwie nicht zu weit? Ich glaube, nein. Er will sich doch nur vergewissern, dass es wirklich Jesus selbst ist. Dass das nicht irgendeiner ist, der Jesus irgendwie ähnlich sieht oder der die Jünger jetzt irgendwie betrügen will, sondern dass der, der vor ihnen steht, wirklich Jesus ist. Und das sind die markanten Stellen. Er möchte den Beweis, dass es nicht um einen Geist oder eine Einbildung seiner Freunde handelte, sondern dass er es mit einer realen Gestalt zu tun hat. Jesus zum Anfassen nah. Thomas steht also zu seinen Zweifeln und er benennt klar, was er braucht. Und genauso kannst du deine Zweifel auch zulassen, dich dazu stellen. Und du kannst Jesus im Gebet klar benennen, was du von ihm brauchst und ihn bitten, dass er deine Zweifel annimmt. Dass er sich dir annimmt mit deinen Zweifeln. Und auch in der Gemeinde darfst du das sagen. Du darfst sagen, dass du zweifelst. Du darfst sagen, wenn du dich in der Not befindest. Und du darfst noch viel mehr sagen, was du jetzt konkret brauchst. Manchmal gar nicht so einfach. Vielleicht stehst du auch manchmal da und sagst, ich weiß es gar nicht, was ich jetzt genau brauche. Aber in aller Regel ist jemand, der dir einfach nur zuhört und einfach schon mal nur für dich da ist und der dich ernst nimmt, die halbe Miete wert. Und dann das Dritte, was bemerkenswert ist, Jesus geht auf Thomas ein. Was macht Jesus? Er kommt in dem Fall nicht sofort auf Thomas zu, sondern erst 8 Tage später. Das klingt erstmal nicht so lang, aber wer brennende und quälende Fragen hat, der weiß, dass 8 Tage lang eine schier unendliche Zeit werden können. Jesus kommt also erst nach 8 Tagen, aber er kommt. Und was macht er? Er kommt zu seinen Jüngern, er kommt zu ihnen. In einem verschlossenen Raum, wie es hier steht. Und zuerst ruft er ihnen zu, Friede sei mit euch. Auf Hebräisch dieses Wort Shalom. Der Friede Gottes sei mit euch. Und indem er das sagt, Jesus erfüllt den ganzen Raum, also mit seiner Präsenz und der Präsenz Gottes. Er vermittelt ihnen den unfassbaren Frieden, eine heilige Ruhe und eine Gelassenheit, deren gleichen man suchen könnte. Tiefe Klarheit und Geborgenheit, aber vielleicht auch ein bisschen Geheimnis. Er berührt ihre Herzen. Er kommt mitten in das Leben hinein. Die brennenden Fragen, die Jünger beschäftigen. Jesus kommt vielleicht auch unerwartet. Ich glaube nicht, dass die Jünger sich gedacht haben, naja, Punkt 12 Uhr am 8. Tag, da machen wir mal hier die Schotten dicht, weil da erwarten wir jetzt den Jesus, der kommt dann vorbei. Der ist ja eigentlich immer 5 Minuten vor der Zeit. Ich glaube, so war das nicht. Jesus kam plötzlich, unerwartet, in den Alltag und in unsere Fragen hinein.
Und dann geht Jesus auf Thomas ein. Er geht direkt auf ihn zu, zeigt sich ihm und fordert ihn auf. Leg deinen Finger hier, ja, und siehe meine Hände an. Strecke deine Hände aus und lege sie in die Wunden meiner Seite. Und sei nicht länger ungläubig. Mit Staunen und vielleicht auch ein bisschen erschrocken vor dieser Heiligkeit antwortet er: Mein Herr und mein Gott. Vielleicht in einer Art und Weise, dass ihm der Atem stockt. Thomas erkennt Jesus wieder. Er erkennt, er hat den Tod besiegt. Er ist da. Aber irgendwie doch anders. Eine neue Schöpfung. Spürbar nahe, viel näher als zuvor. Und scheinbar reicht es ihm jetzt, Jesus so nahe zu begegnen. Es wird ja noch nicht mal beschrieben, dass Thomas das jetzt macht, was Jesus ihm vorschlägt. Er legt seine Hände gar nicht auf die Wunden. Es reicht schon. Wie wunderbar ist diese heilsame Situation. Wie wunderbar ist Jesus. Er geht auf Thomas ein. Er macht ihm keine Vorwürfe. Er kommt seiner Bitte entgegen, obwohl es ja eigentlich einem Gebot Gottes entgegensteht. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Damals hatte Jesus dem Teufel ja selber so geantwortet, als er in der Wüste von ihm versucht wurde. Der Teufel stellte ihn auf das Tempeldach, forderte ihn herauf: Springe herunter, denn in Gottes Wort steht, dass die Engel dich auffangen werden. Und Jesus antwortet, steht aber auch geschrieben: Du sollst dem Herrn, deinem Gott, nicht auf die Probe stellen. Aber Gott lässt sich aus Liebe zu Thomas, aus Liebe zu dir, aus Liebe zu seinen Kindern auf das gotteslästerliche Versuchen ein, kennt menschlichen Zweifel und weiß, was Menschen bewegt. Dass Menschen die Wahrheit von Jesus selbst wissen möchten, das ist okay, dass du Zweifel hast. Wir dürfen damit vor Gott kommen. Er kennt unsere Fragen und unsere Unsicherheiten und er kommt uns entgegen. Ich komme zum Schluss der Predigt. Lasst uns den Augenzeugen vertrauen. Du bist eingeladen, den biblischen Berichten zu glauben und denen zu glauben, die es mit ihren eigenen Augen gesehen haben. Du bist eingeladen, dich in deinem Zweifel auf Thomas zu stützen, an ihn dich anzulehnen. Denn auch er ist zu einem wichtigen Augenzeugen geworden, der es vorher selbst nicht glauben konnte. So wird Thomas zum Stellvertreter vielleicht aller Zweifelnden in dieser Welt, die auf einen Erfahrungsbeweis pochen. Du bist eingeladen, den biblischen Berichten und Augenzeugen zu vertrauen. Und gleichzeitig kannst du Gott deinen Wunsch auch mitteilen, dass du glauben willst, dass du Hinweise brauchst, dass es für dich klar wird, dass diese Wahrheit in dein Herz Raum einnimmt, dass er sich dir auf irgendeine Weise zeigt, die du verstehst. Du bist aufgefordert, zu vertrauen. Und du bist aufgefordert, ehrlich zu zweifeln. Amen. Ich bete noch. Herr liebender Vater, ich danke dir für die Gedanken, die uns der Tobi heute mitgegeben hat. Irgendwie spüre ich einfach irgendwie sein Herz gerade auch, dass er in diese Predigt hineingelegt hat. Dieser Ehrlichkeit auch vor dir zweifeln zu dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Zweifel abholst.
Schenk du uns hier in der Gemeinde einen Raum, wo wir uns ehrlich begegnen können. Wo wir uns gegenseitig auch das sagen dürfen, wo wir gerade in einer Krise stecken, wo wir uns gegenseitig zuhören können und uns wieder aufrichten lassen von deinem guten Wort, von deiner Gegenwart, die du uns auch schenkst. Herr liebender Vater, Jesus Christus, du lebendiger Gott, begegne uns durch deinen wunderbaren Heiligen Geist hier in unserer Mitte. Und erfülle uns immer wieder neu mit Glauben. Amen.